ein paar Zusatzmittel gegriffen. Und zwar würde ich euch auch empfehlen, jetzt, also es ist zwar schon 6 Uhr, aber hier bei mir so 2 Minuten. Und zwar habe ich mir einmal 2 Wasserflaschen voll gemacht. Das heißt, ich werde ungefähr 1 Kilo, damit wir so den Hanteln haben. Die bräuchte ich noch einmal. Und als nächstes einen relativ stabilen Stuhl. Warum? Da kommen wir gleich noch zu. Könnt ihr euch gerne einfach kurz holen. Ansonsten, wenn ihr eine Matte habt, auch gerne eine Matte. Auch natürlich ein Handtuch, ihr wollt ja nicht alles komplett vollschützen bei euch. Heute wird es wieder ein bisschen intensiver, aber trotzdem sehr, sehr cool. So, und zwar, ich warte nochmal ganz, ganz kurz. Für die Leute, die schon da sind. Ach, guck mal hier. Mikro ist auch wieder an. Für die Leute, die da sind, euch noch ganz kurz erklären, was uns heute erwartet. Ich habe mir 7 Übungen ausgedacht, die wir nacheinander abarbeiten. Das heißt, die erste Übung später ist ein Squat. Wir haben insgesamt 3 Runden davon. Das heißt, wir haben 7 Übungen, erste Runde durch, zweite Runde wieder die 7 durch. Aber in jeder Runde wird es etwas schwieriger. Das heißt, auch so ein normaler Squat wird in der zweiten Runde ein Squat hoch mit Tap-Out. Und in der dritten Runde gibt auch so ein Squat ein Squat Jump. Und so läuft es dann die ganze Zeit durch. Das heißt, wir haben insgesamt 3 Runden, jeweils 7 Übungen, die für den ganzen Körper gut sind. Und jede Runde wird es etwas schwieriger, aber zwischen den einzelnen Übungen können wir so eine ganz kleine Pause machen. Das heißt, wir haben wirklich noch eine Pause, das heißt allerdings nicht, dass wir uns nicht bewegen. In der Pause hätte ich ganz gerne, dass wir auf jeden Fall uns bewegen und marschieren, dass wir immer schön wieder so den Kreislauf in Schwung halten. Okay? Ich würde sagen, alle haben sich jetzt gerade was geholt. Dann lass uns starten mit unserem Workout. Let's go! Wir starten mit unserem Warm-up. Ein Marsch auf der Stelle. 4, 3, 2 Schritte. 1, 2 Schritte. Yo! Das auch noch für 4, 3, 2. Wir ziehen unsere Schulter nach hinten. Ha. Und ziehen. Genau. Und ha. Yo! 4, 3, 2. Wir laufen auf der Stelle. Genau. Relativ entspannt nochmal. Arme ganz locker nebenher. 4, 3, 2. Marsch auf der Stelle. Genau, wir gehen die Knie schön hoch dabei. Nur noch ein bisschen was zu tun. Jawohl. Und wir gehen mit dem Knie noch etwas höher. Hoch, 2, 3, 4. Hoch, 2, 3, 4. Jawohl. Schön. Das Ganze noch 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Aus den Knien ein Leg Swing. 4 und hoch. Bein bleibt schön gestreckt. Jawohl. Und ich hoffe, bei euch zu Hause gehen keine Ballen kaputt. Wir brauchen ein bisschen Platz. Und hoch. Und hoch. Give it up. 4. Noch 3. 2. Wir machen uns weit weg. Break. Bein. 1, 2, 3. Gehen. 1, 2, 3. Gehen. Immer schön in Bewegung bleiben. Jawohl. 4, 3, 2. Aus Knie wie Knie Rotation. Ha. Ha. Sehr schön. Ha. Immer schön kreisen. Wir öffnen die Hüfte. Auch wenn die Hüfte.
Knie beugen. Sehr schön. Noch vier. Drei. Zwei. Aus Breakbar. Wir side to side. Tap, tap, tap. Sehr schön. Noch vier. Bring die Arme von hinten mit nach vorne. Schub! Sehr schön. Brustmuskulatur, Armmuskulatur ist natürlich angespannt. Bauch ebenso. Und weiter so. Jawohl. Noch vier. Noch drei. Noch zwei. Leg Curl. Zieh. Zieh. Jawohl. Zieh. Zieh. Sehr schön. Und wir gehen die ganze Zeit so eine leichte Kniebeuge, während wir den Leg Curl machen. Das ist leicht runter. Sehr schön. Gib mir noch 8, 7, 6, 5, noch 4, noch 3, 2 und das alles im Double. 1, 2, 1, 2. Jawohl. Und vergesst nicht den Squat währenddessen. Nur noch vorne.
Schön auf der Stelle. Jawohl. 4, 3, 2. Sidestep Touch. Willkommen zu der Kopf. Stellen wir uns ein bisschen warm geworden. Und wir können starten. Erste Übung. Ganz normales Box. 4, 3, 2, 1. Runter. Schön lang. Runter. Jawohl. Und schön langsam.
werde etwas schneller. Hoch. Und. Jawohl. Sehr schön. So, was halten wir denn drauf noch durch? Let's go! Sehr schön. Weiter so. Drücken ist natürlich auch schon angespannt. Hintern kommt raus. Ha! Oh ja. Ha! Jawohl! Und ein, zwei, Marsch auf der Stelle. Das Haus ist sehr schön. Die hier können jetzt mal wieder weg. So, wenn ihr eine Matte habt, nehmt ihr eine Matte. Wenn nicht, ist für die Übung jetzt auch nicht schlimm, aber mit der Matte ist es ein bisschen angenehmer. So, wir gehen dann auf die Matte und starten mit einem Push-Up. Runde 1 ist noch relativ simpel. Wir gehen einmal in den Kniefüßlerstand und aus diesem Stand einmal in den Push-Up. Wir gehen runter und hoch. Runter und hoch. Runter und hoch. Jawohl, sehr schön. Hoch und runter. Auch hier. Je weiter ihr euch nach vorne rückt, das heißt, je weiter eure Beine auch durchgestreckt sind, desto anstrengender ist es natürlich. Und hoch. Und hoch. Sehr gut. Runter. Hoch. Und genau. Auch jetzt schon für die nächste Übung. Wenn euch eine nächste Übung nicht zu schwer fallen sollte, in Runde 2 oder Runde 3, dürft ihr gerne einen weiteren runtergehen. Das heißt, wenn die zweite Squat-Übung gleich ein bisschen zu schwer fällt, dürft ihr gerne wieder rübergehen in die ganz normalen Squats. So, wie ihr euch am besten fühlt, aber versucht euch selber ein bisschen zu pushen. No pain, no gain. Hiervon noch 6. Und noch 5. 4, 3, 2, 1 genau. Und wir stehen wieder auf. Bewegen uns wieder. Die Matte kann erstmal wieder ein bisschen weg. Wir brauchen etwas Platz. Aber erstmal entspannen wir unsere Brustmuskulatur. Wir laufen kurz aus. Sehr schön. 4, 3. Für die nächste Übung stelle ich mich auch mal wieder seitlich, damit kommt zum Kickbacks. Wir stehen auf dem linken Bein. Das rechte Bein ist angehoben. Und wir drücken einmal mit dem rechten Bein nach hinten raus. Unser Oberkörper kommt dabei nach vorne. Und wir kommen wieder zurück. Ab nach hinten. Und wieder. Wir bleiben die ganze Zeit auf dem linken Bein stehen. Ist dann natürlich, wir müssen einfach kurz wieder das Gleichgewicht finden. Dann dürft ihr gerne kurz absetzen, aber versucht wirklich hier zu halten. Schön gerade. Und hoch. Und schön langsam. Je langsamer, desto effektiver. Und außerdem ist es langsam etwas einfacher, das Gleichgewicht zu halten. Jawohl, dann dürft ihr normalerweise jetzt schon merken, dass es in den Waden und vor allem auch im Hintern so ein bisschen brennt. Von so einem Standbein. Das ist aber nicht schlimm. Da wollen wir hin. Deswegen gibt noch 8, 7, noch 6. Noch 5. 4. Dann muss ich gerade wieder aufs Endgewicht halten. Die letzten 2. Ein letzter.
Fenster. Und wir wollen das Standbein einmal auskurieren lassen. Einfach uns ausschütteln. Denn alles, was mit der einen Seite geht, geht natürlich auch mit der anderen. Deswegen drehe ich mich einfach mal um. Wir stehen auf rechts. Bring das Bein nach oben. Genau dasselbe Spiel. Wir gehen nach vorne. Und wieder hoch. Auch hier. Schön langsam. Sehr schön. Wenn euch das leichter fällt, dürft ihr gerne eure Arme nach links und rechts ausbreiten. Es ist ein bisschen einfacher, das Gleichgewicht zu halten. Sehr schön. Und dann. Wunderbar. Was sagt das rechte Bein? Ist auch schon gut zufrieden, ne? Gib mir noch 8, 7. Fokussiert einen Punkt. Dann ist es einfacher. Die letzten 4. Oh, hier bleiben. 3. 2. Ein letzter. Marsch auf der Stelle. Jawohl, im Marsch mit Beginn an das rechte Bein ausschütteln. Sehr gut. Und wir kommen hier einmal zu unserer 6. Übung. Und zwar den Unterarmstütz oder auch Plank. Aber jetzt 4. Und 3. 2. Und wir brauchen die Matte. Wir nehmen unsere Matte wieder. Ah ja. Am besten kannst du drunter legen. Ist ein bisschen angenehmer. Und wir gehen in den Unterarmstütz. Und halten gemeinsam. Let's go. Wir halten. Das ist unser kleines Fäuschen. Wenn ich Kaffee dabei habe, wenn ich Kaffee trinke. Und ihr wartet das einfach aus. Und wir halten. Baumuskulatur ist natürlich schön angespannt. Und ebenso. Schön gerade. Halten. Halten. Na komm. Noch 4. Noch 3. Noch 2, einmal die Knie absetzen. Kurze Entspannung. Wir bleiben aber dabei. Wir machen uns gleich bereit für die Runde 2. 3, 2, da komm, einmal gehen. Ab nach oben. Und halten. Sehr gut. Ja, komm, durchhalten, weißt du? Die letzte 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, absetzen. Let's go. Sehr schön. Kurze Entspannung. Wir bleiben auf der Matte. So, wenn ihr möchtet, dürft ihr gerne was trinken. Ansonsten machen wir uns bereit. Für jetzt mal letzte Übung für diese Runde. So, wir machen uns bereit für noch ganz normale Crunches. Beine leicht aufgestellt. Arme in den Trinkkopf. Let's go. Nach oben. Crunch. Crunch. Und Schulterblätter verlassen den Boden. Jawohl. Schön langsam. Wir arbeiten nur aus der Bauchmuskulatur. Wir nehmen keinen Schwung. Hoch.
und wir stehen gemeinsam wieder auf. In den Marsch. So, das waren unsere 7 kleine Übungen. Und Runde 1. Wir starten mit Runde 2 und verändern alle Übungen. 4. Okay. 2. Und wir gehen in die Kniebeuge. Runter. Und halten. Hier unten gehen wir mit dem linken Bein. Tap out. Tap out. Tap out. Hier oben bewegt sich gar nichts. Nur. Das heißt, Bauchmuskulatur, Rückenmuskulatur ist schön angespannt. Und der Hintern hält natürlich. Pack. Pack. Aus. Aus. Jawohl. Halt, komm mal, ein bisschen müssen wir noch. Und ich habe ganz vergessen zu erwähnen, die Pause zwischen den einzelnen Übungen. Wir proben wir auch ein bisschen kleiner. Bis in der dritten Runde versuchen, alles direkt hintereinander zu machen. Okay? Aus. 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 Die letzte. 16. 15. 14. 13. 12. 11. 10. Komm on, Achtung! 6 5 4 3 2 1 Maschine. Sehr schön. Wunderbar. Ist wieder eine etwas kleinere Pause. Wir brauchen wieder unsere Gewichte. Und ich stelle mich einfach seitlich zu euch auf. Gehen. Leicht in die Knie, Hintern raus, Arme unten und einmal Sideways nach oben, wieder runter. Und ja, schön. Achtet darauf, dass die Arme im 90 Grad Winkel bleiben. Wir arbeiten natürlich hier unten. Wir arbeiten auch nicht hier oben. Und schön seitlich raus. Wir ziehen in den Rücken. Und so. Und. Sehr schön. Hoch. Hoch. Und langsam wieder runter. Jawohl. Kann sein, dass es im Rücken schon ein bisschen anfängt zu brennen, so im Lendenwirbelbereich. Wenn ja, mich halten. Wenn nicht, so lange machen wir es weg. Und weiter. Na kommt. Die letzte 8. Hoch. Und 7. 6. 5. 4. 3. 2, 1 und Marsch auf der Stelle. Jawohl, die können jetzt mal weggehen. So, wenn ihr einen Stuhl habt, brauchen wir den jetzt. Und zwar, was wir gerade mit Trizeps Extended schon gemacht haben, wie ihr, das geht viel einfach auf den Stuhl, allerdings ist es auch sehr intensiver. Und zwar setzen wir uns nicht drauf, sondern wir halten uns einfach hier an. An den Seiten fest oder vorne, je nachdem, was für euch ein bisschen angenehmer ist. Wir gehen einmal nach vorne in die Trizeps-Dips. Runter. Und hoch. Runter. Und hoch. Genau, wir drücken uns schön aus den Armen und wieder raus. Und wie gesagt, wenn das ein bisschen zu schwer sein sollte, ihr darf natürlich gerne die Trizeps-Extensions aus der ersten Runde machen. Weiter so. Hat. Und. Sehr schön.
Noch kurz Entspannung. Arme in den Arm schütteln. Oh, wir brauchen gleich mal wieder jemand. Ich lege es mir schon mal hin. Eine Pause noch. Habt euch verdient. Wir gehen runter. So, wenn ihr euch erinnern könnt, haben wir gerade ganz leichte Push-Ups gemacht. Und ich denke, ihr könnt euch vorstellen, was natürlich die andere Variante jetzt ist. Das heißt nicht auf den Knien, sondern ganz normal. Wir gehen runter. Wem das natürlich auch jetzt ein bisschen zu schwer sein sollte, der darf ohne Probleme Knie wieder absetzen und so weitermachen. Aber ich hätte ganz gerne, dass wir natürlich noch 8 Stück normal machen. Und 7. 6. 4, 3, 2, 1. Kurz absetzen. Kurz Entspannung. Also langsam fangen die auch schon an zu schwitzen. Wie sieht es bei euch aus? Ich glaube, ihr habt so ein Jahr genommen. Sehr gut gemacht. Zum Beispiel eine ganz kleine Runde. Die letzten 8. Noch mit dem Vollstopp, okay? Machen wir uns bereit. 8 Push-Ups. Und 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. Absetzen. Sehr schön. Und steh wieder auf. Mach's kurz weg. Kurz entspannen. Ja, wir sagen, dass man Brustdehnung zu Hause trainieren kann. Er hat weit gefehlt. Zu Hause. So, wir kommen wieder zu unseren Kickbacks. Genau dieselbe Übung wie gerade eben. Wir stehen auf links. Kickback nach hinten. Jetzt hätte ich aber ganz gerne, wenn wir wiederkommen. Kleiner Arm schon hinten. Kickback. Lunge. Okay. Lunge. Schöne Kräftigungsübung. Beim Lunge ist die Belastung auf dem hinteren Bein. Oberkörper bleibt schön gerade. Fokussieren am besten einen Punkt. Dann ist es mit dem Gleichgewicht nicht ganz schwierig. So, gib mir noch 8. 7. 6. 5. Quatsch. 4. Noch 3. 2 noch. Der letzte. Und wir lassen das linke Bein einmal wieder entspannen. Genau, kurz ausschütteln. Und hier legt das rechte. Let's go. Wir stehen auf rechts. Kickback mit links. In die Lunge. Ja. Auch hier, wer möchte, Arm gerne zur Seite ausbreiten. Sehr schön. Ja, komm, ein bisschen machen wir noch. Und zurück.
schön noch 8. 7. 6. Wow. Da wird es aber bei einem Gleichgewicht nicht mehr ganz so toll. Ich muss mich fokussieren. So, das geht besser. 3 noch. Ganz 2. Ein letzter. Und Marsch auf der Stelle. Sehr schön. Auch hier das Backen ist ausschütteln. Wunderbar. Und wir gehen gleich wieder Richtung Matte. Nur die nächste Übung auch relativ gut ohne Matte machen kann, würde ich euch empfehlen, eine Matte zu nehmen, wenn ihr eine habt. Gerade von der Plank gemacht hat. Jetzt hätte ich gerne eine Reverse Plank. Das heißt, wir gehen auf die Matte. Setzen uns erstmal hin. Und die Arme kommen mal schön hinter uns. Zack. So. Hacken sind aufgestellt. Und jetzt hätte ich ganz gerne, dass wir unsere Hüfte nach oben drücken. Und wir halten. Halt. Das heißt, Bauchmuskulatur, Gesäßmuskulatur, die hintere Beinmuskulatur, alles ist angespannt. Damit wir nicht durchhängen, wir drücken auch nicht nur nach oben, sondern schön ab. Und halt. Und halt. Sehr schön. Wir machen diesmal keine Pause, gehen direkt über in die letzte Übung. Wir gehen in die diagonalen Crunches. Beine leicht aufgestellt, Arme hinter den Kopf. Linkes Knie mit zum rechten Ellenbogen. Ha, andersrum. Und auch hier, Grundspannung ist da. Lendenwirbelsäule ist unten in der Matte. Aus der Grundspannung arbeiten gehen. Wer sich hier ein bisschen schwieriger machen möchte, der macht die Füße einfach lang. Und durchsetzen. Jawohl. Und das Ganze als Bicycle Kicks. 3, 4, hopp. Für die letzte. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, finito. Und wir stehen wieder auf. So, meine lieben Leute. Wir sind ja schon relativ lange dabei. Deswegen würde ich sagen, es wird Zeit für die letzte Runde. Level 3. Hier machen wir wirklich nur kleine Pausen, wenn wir unser Gerät brauchen. Okay? Das heißt, wir kommen dann relativ schnell durch. Einmal noch Endspurt, aber vorher noch kurz entspannen. Für 8, 7, 6, für 5, 4, 3. Und wir starten gleich mit Squat Jumps. Let's go! Und ab, und hoch, und hoch. Vom Sprung direkt wieder in den Squat. Ihr macht so weiter. Wenn es natürlich zu anstrengend ist, ihr darf gerne entweder die Taps machen oder auch ganz normale Squats, okay? Weiter so. Vier. Drei. Noch zwei. Eins noch.
So, und zwar die Straße wieder. Von euch, Sunrace, allerdings Jens, zusätzlich Arm anwinkeln, nach oben raus, wieder zurück, Arm gerade, nach unten, Arm winkeln, push, zurück und runter. Jawohl! Oh! Anwinkeln, push, rück und runter. Na komm! 6, 5, 4, 3, 2, 1 noch und absetzen. So, jetzt brauchen wir den Stuhl. Ganz, ganz kurze Pause. Wir gehen wieder in die Triceps Extensions. Beziehungsweise in die Dips. Wir machen uns bereit. Ab nach vorne. Wir gehen. Runter. Und hoch. Allerdings pulsieren wir jetzt dreimal. Hoch. Wieder. Kommt zu unserer
Aber noch eine spezielle Version mit der Eisen und Push-Ups. Und zwar, ich gehe in die normale Liegestützposition allerdings. Hände etwas weit auseinander. Ab nach oben und in Kreise. Von links. Und alles. Weiter so. Hoch auf 4. 3. 2. 1. Kurz aufs Hänsel. Das ist ganz geil, oder? So, kurz entspannen. Das dürfen wir natürlich alle das machen, was ich möchte. Je nachdem, wie viel ihr euch fühlt. Aber eine Runde machen wir noch. Ich war normal auf den Knien oder kreisend. Komm schon. 8 Stück. Und wir machen uns breit. Los geht's. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Na komm, 2 noch. 1 noch. Sehr schön. Kurze Entspannung. Wir bleiben auf der Matte. Gehen wieder in Reverse Plank. Arme hinten. Die Hüfte. Ab nach oben. Beine gestreckt. Hinter hoch. Das haben wir gerade aufgehört. Wer möchte, darf jetzt einmal. Hier nicht. Ansonsten einfach halten. Entweder die normale Bank oder die Reverse Bank. Hoch. 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 Ja. Hoch. Seid ihr bereit? Endspurt. Gib mir die letzten 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Absetzen. So, entweder direkt in die diagonalen Crunches, in die normalen Crunches oder Level 3 Russian Twists. Du sagst, Oberkörper schön gerade, Beine leicht aufgestellt, Oberkörper nach hinten, Arme vorne raus, seitlich, seitlich. Halt. Endspurt. Letzte Runde. Nochmal alles geben. Etwas schneller. Siehste, Musik ist aus. Wir machen nochmal weiter. Wunderbar. Gib mir noch. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 und absetzen. Sehr schön. Wir haben es geschafft. So, wir stehen ganz kurz auf. Ganz, ganz kleines Cooldown. Und der war sehr schön. Schon mal lange das mitgemacht habt. Wir wollen einfach ein bisschen was dehnen. Nach getaner Arbeit. Danke an den DJ. Nach getaner Arbeit dürfen wir uns ein bisschen was gönnen. Leichte Entspannung. Wir stellen uns schön eng mit den Beinen zusammen auf. Die Arme oben. Die Arme durch die Mund raus.
Bein lang, nach unten, Beine bleiben gestreckt, so weit wie es geht, Richtung Boden, halte. Kreuzen wir das linke, wir stehen auf dem rechten Bein, rechte Arm kommt nach oben, der linke nach unten und wir legen uns zur Seite. Wir achten darauf, dass wir nicht im Rückwurf stehen, Hüfte leicht nach vorne läuft. Halten. Wir legen unseren Arm an und ziehen unseren Trizeps noch einmal schön dicht an. Das Ganze geht auf der anderen Seite. Leicht lösen. Links kurz zu rechts. Wir stehen auf links. Rechter Arm nach unten, linker nach oben. Und links. Halten. Hüfte leicht nach vorne. Wir nehmen unseren Arm an. Ziehen den schönen Arm zwar. Ansonsten wäre es von meiner Seite aus gewesen.